Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Indoor-Outdoor-Ausrüstungsvideo. Ja, Indoor, weil ich kann ja nicht wirklich weit weg momentan mit Touren. Eigentlich wollte ich das Video im Wald aufnehmen, aber ja, ihr wisst ja warum. Weil, ja, das mit dem Kiefer, die Sache, das dauert noch 4, 5 Wochen, wo ich das Video aufnehme. Und ja, heute soll es aber um eine App gehen. Und zwar, da komme ich leider zu, ich habe ja mal ein bisschen hier so ein Waldfeeling geschaffen, ja, damit das ein bisschen so danach aussieht, im heimischen Küchenstudio. Ja, kommen wir zur Sache. Und zwar wollte ich euch mal die Offline-Navigations-Map MapMe vorstellen. Und zwar, die ist kostenlos. Sieht man das nur halbwegs? Man kann hier nämlich die Karten runterladen. Auch verschiedene Einzelkarten. Ich habe jetzt mal ein bisschen von Europa genommen. Können wir gleich mal aktualisieren. WLAN habe ich noch. Also das dauert jetzt bestimmt eine Weile. Dann machen wir. Wie macht denn da das nicht? Alle aktualisieren. Das nennt man wieder Vorführeffekt, Leute. Oh, das ist jetzt los. So, jetzt nicht, da hat mein Handy zum Absturz gebracht. Das ist neu. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal einen kurzen Cut und starten das Ding neu. Ach ja, nee, brauchen wir nicht. System Meckern hilft, jetzt aktualisiert er. Na gut, das war vielleicht ein bisschen viel für ihn. Ja, wenn wir gleich beim Thema wären, macht das bitte nur übers WLAN mit einer ordentlichen Internetanbindung, weil da lädt sich so schon blöde. Das ist der Nachteil, das dauert alles ein bisschen. Wo fängt er denn an? Das sagt er uns gar nicht. Ne, der hat es gar nicht gemacht, doch der lädt runter, aber welche ist die Frage? Wir probieren aber mal Folgendes, wir gucken uns mal die Karte an. Dann gehen wir hier dementsprechend nach Deutschland, nach Sachsen, wo ich so rumoxidiere. So, da gucken wir mal gleich. Seht ihr das überhaupt? Ja, ein bisschen. So, gucken wir mal, hier ist Dresden. So, und da gibt es nämlich, im Gegensatz zu Google Maps, hat man nämlich hier bessere Infos mit drin als in der Google Maps Karte. Zum Beispiel eine Quelle, das ist eine Schlüsseldorf, das kenne ich noch gar nicht. Aussichtspunkt, okay. Ja, und wenn man groß macht, sind auch die Rastplätze besser ausgezeichnet hier als bei Google Maps. Was aber der Nachteil ist, dass die GPS-Navigation auch im Wald hinterherhängt. Genauso wie bei Google Maps. Und man kann ja genauso wie bei Google Maps auch da reinmachen. Dann aber manches geht dann, glaube ich, nur wenn man. Ja, der lädt es gerade runter, das ist gerade blöd. Aber man könnte zwischen mehreren Maps auch wählen. Also war das in U-Bahn? Reiseführer? Das ist neu, okay. Ne, das ging glaube ich. Ach ne, das habe ich jetzt mit Komoot verwechselt. Aber Komoot brauchst du ja online. Du musst ja ständig Internet haben. Ich wollte eine Offline-Navigations-App haben. Die kein Internet hat, wie gesagt, meistens hat man ja Funklöcher im Wald. Da nützt das GPS und das Internet in Feuchten. Ne? Deswegen wollte ich die App mal testen und bin bis auf die, wie gesagt, die GPS-Sache. In der Stadt funktioniert die besser als bei Google Maps. Aber, ja gut, ne, wenn im Wald ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, da ist keine hundertprozentig. Oder man probiert halt mal die richtigen GPS-Geräte, da hast du aber keine Karte. Ansonsten, wie gesagt, bin ich mit der App gut zufrieden. Ab und zu muss man sich halt mal die Karten aktualisieren. Und ich habe bald das Gefühl, dass das auch genauer ist. Gucken wir mal, wo ist denn der See, wo ich immer gerne hingehe? Wo ich ja den. Der See. Ne, dort ist er nicht. Böses Loch.
Ja, gehe ich gerne hin an den See. Na gut, ganz genau. Warte mal, das ist andersrum. Ach nee, will ich jetzt nicht, sorry. Jetzt muss ich mal gucken. Picknickplatz. Die Stimmen halbwegs. Gebäude, genau, Gebäude, das ist die Hütte. Das haut sogar hin. Allerdings müsste das dann. Ah ne, das haut doch nicht ganz hin. Der haut nicht hin. Weil der müsste hier dazwischen. Und hier hinten sind auch noch zwei Bänke eigentlich. Also doch nicht ganz genau. Aber wie gesagt, genauer als die andere. Aber das Gelbe vom Eis ist trotzdem halt nicht. Aber es ist kostenlos, wie gesagt, das ist. Der Vorteil, man kann ja auch Reiseführer suchen, wenn man GPS halt online hat. Genau, das haben wir dann Einstellungen noch. Maßeinheiten, Zoom-Tasten, 3D-Gebäude, automatisch runterladen, das müsste ich mal ausschalten. Weißt du doch mal mit Dings reingehst? Google Blazor, was sind sie? Na, da haben wir schon das Problem, warum es dann genau ist. Mobiles Internet halt, Stromsparmodus, Navigation Nachtmodus. Haben wir Sprachführung, habe ich aber noch nicht getestet. Einstellungen des Umweges, habe ich auch noch nicht gesehen. Fährstellen, Mautstreifen. Okay. Na, ich habe jetzt für Wandern drin. Werbung ist, habe ich jetzt noch nie gehabt direkt. Aber ich habe ja einen Adblocker zusätzlich installiert. So, letzte Strecke aus. Karten speichern kann man machen. Genau. Oh, ich müsste bald meine größere Speicherkarte reinschmeißen, sehe ich gerade. Habe bloß noch 12 Gig frei, weil das frisst. Das sind ungefähr jetzt das Europa, was ich runtergeladen habe, aber ohne alles. Müssten insgesamt, also. Ja, 10, also 8, 9 Gig sein oder 10 Gig. Aber ich habe die App natürlich nicht auf dem Handy. Bei Apps-Einstellungen kann man die auf die Speicherkarte verschieben. Und auf dem System will ich diese Apps eigentlich nie haben, weil die unnötig Speicher fressen dann. Ja, mehr gibt es eigentlich jetzt fast dazu nicht zu sagen. Es sei denn, ich habe was vergessen. Hier könnte man noch, ja, da hätte man jetzt noch hier, ja, noch ein paar Infos zu irgendwelchen ja, Sehenswürdigkeiten, Essen und Trinken, Hotels halt, könnte man jetzt noch machen. Ist eigentlich keine schlechte App, muss ich mal so sagen. Wie gesagt, ich werde jetzt noch mal im Langzeit testen. Ansonsten bin ich ja bis auf die Sattstrecke dort relativ gut zufrieden mit der Map. Ja, das soll es da schon gewesen sein. Da danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, lasst mal bitte Abo da, wem hier die Outdoor-Geschichte gefällt. Da kommen wir auf jeden Fall weiter, auch damit und Thomas mal wieder Projekte machen. Und nachdem das ja alles so ja wieder im Lot ist. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.